Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Aufklärungsserie Hashimoto. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema: Ist MSM bei Hashimoto hilfreich? Dazu ist es natürlich wichtig, erstmal zu ergründen, was versteckt sich hinter MSM? Was ist das Ganze? Was macht der Körper damit? Und wie kann es uns dann bei unserer Autoimmunkrankheit unterstützen oder kann es das überhaupt? Das werden wir in den nächsten paar Minuten mal aufdecken. Ich bin Peter Gehlmann und als Gesundheitscoach begleite ich Hashimoto-Patientinnen in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme. Und nun geht's los. Wir schauen mal, was ist denn MSM überhaupt? MSM ist nämlich eine relativ schwer aussprechbare, ein schwer aussprechbares Produkt. Eigentlich gar nicht so schwer. Es ist organischer Schwefel, aber hinter MSM verbirgt sich, hinter dieser Abkürzung verbirgt sich das Wort Methylsulfonylmethan oder Dimethylsulfon. Das passt natürlich mit MSM nicht mehr zusammen. Ist Bestandteil wirklich einer jeden Zelle in unserem menschlichen Körper, ist ein Nahrungsergänzungsmittel und ist als organischer Schwefel hier wirklich in vielen Vorgängen in unserem Körper oder an vielen Vorgängen im Körper beteiligt. Unser Körper kann diesen Schwefel aber nicht selbstständig herstellen. Nun ist natürlich die Frage, warum ist dieses MSM so wichtig für unseren Körper? Weil hier verschiedene Aminosäuren dazu benötigt werden, um körpereigenes Eiweiß zu bilden oder zu bauen. Und hier wird also quasi durch diese Proteinbildung der Körper sehr stark unterstützt. Wir brauchen für die Proteinbildung also diesen Schwefel. Wenn hier nicht genug Protein gebildet wird, können lebenswichtige Funktionen nicht mehr ausgeführt werden und beziehungsweise werden hierdurch beeinträchtigt. Und somit beeinträchtigt das natürlich auch unsere Gesundheit. Schwefelmangel oder ein Schwefelmangel kann entstehen, wenn nicht genügend Mineralstoffe mit in den Körper gegeben werden, wenn die Nahrung aus Fertignahrung, aus Fastfood besteht und hier nicht genug Schwefel enthalten ist in diesen Nährstoffen. Es gibt allerdings auch keine Empfehlung, wie viel man davon nehmen soll anhand also wie hoch die tägliche Zufuhr sein soll. Da gibt es noch keine Richtlinien. Es ist aber so, dass man täglich doch so 50 Milligramm zu sich nehmen sollte oder könnte. Also nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Ihr könnt für euch selbst feststellen, was habt ihr für Symptome, wenn Schwefelmangel auftritt, oder merkt ihr vielleicht anhand eures Körpers, dass ihr Schwefelmangel habt? Das können unter anderem sein Gelenkschmerzen, Müdigkeit, das können auch chronische Entzündungen sein, Infektanfälligkeit. Diesen Mangel an Schwefel kann man schon vorbeugen, indem ihr euch wirklich gesund ernährt, ausgewogen ernährt, also wenig Fastfood oder am besten gar kein Fastfood, kein industriell hergestelltes Essen, sondern frisch kochen, regional und saisonal das, was verfügbar ist. Und dann kann es schon besser werden. In einigen Lebensmitteln ist auch Schwefel zu finden. Wir haben hier wirklich in eiweißreichen Nahrungsmitteln viel Schwefel drin, Fisch, Meeresfrüchte, Eier, Geflügelfleisch und vor allen Dingen auch im roten Fleisch. Wir haben auch Schwefel in pflanzlichen Eiweißquellen. Nicht, dass jetzt die Vegetarier sagen: Oh mein Gott, wie kriege ich meinen Schwefel her? Wir haben das in Zwiebel und Kohlgewächsen, in Lauch, Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl, in Nüssen, Sesam und auch in Hirse. Haben wir also auch den organischen Schwefel, den wir finden. Wir haben die Möglichkeit, mit der Einnahme von Schwefel natürlich auch Beschwerden entgegenzuwirken und hier auch zu unterstützen. Bei Sportlern ist das sehr hilfreich, dass die
Muskeln und Gelenke besser versorgt werden. Ich merke das jetzt seit vorgestern, nachdem ich die 10 Kilometer in Hannover gelaufen bin. Ich bin doch schon leicht angeschlagen, aber es geht mir täglich besser, weil ich MSM zu mir nehme und hier auch wirklich schon spürbar merke, dass es schneller bergauf geht als noch zu den Phasen, wo ich das nicht genommen habe. Ja, kann denn MSM uns nun bei Hashimoto unterstützen? Das war ja also die Ausgangsfrage. Wie ist das möglich oder ist das überhaupt möglich? Unser Immunsystem ist angeschlagen durch die Autoimmunerkrankung und genau hier ist Schwefel wirklich ein wichtiges Mineral für unseren Körper, denn es hilft hier, die Mineralien und Spurenelemente dorthin zu transportieren, wo sie hin sollen. Wenn wir den Schwefel allerdings nur in einer geringen Menge in uns haben, in einer geringen Konzentration, dann wird dieser Transport natürlich gestört und kann hier auch sich in die Länge ziehen und es kann ein bisschen dauern, bis das alles dahin kommt, wo es hin soll. Der Schwefel an sich wirkt hier auch noch leicht antibakteriell, kann also schon im Magen-Darm-Trakt schadhafte Mikroorganismen bekämpfen. Wir haben also wirklich sehr gute Möglichkeiten, unseren Körper zu unterstützen und da hilfreich auf uns einzuwirken, auf unseren Körper, auf die Genesung, auf, ja, auf ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Sein, haben wir hier also die Möglichkeit, mit MSM hinzuarbeiten, wenn wir das dazu nehmen. Wenn die Dosis zu hoch ist, wenn ihr also wirklich für euch selber zu viel genommen habt, vielleicht mal ausprobiert habt, ob man mehr nehmen kann als das, was auf der Verpackung empfohlen wird, dann kann es passieren, dass euch übel wird, dass ihr müde werdet oder dass ihr Hautausschlag bekommt. Da würde ich dann einfach raten, weniger bzw. das Produkt gar nicht mehr zu nehmen, dem Körper die Möglichkeit zu geben, das Ganze, ja, auszuschleichen, sich selbst zu entgiften und dann funktioniert das schon wieder. Generell kann ich auch raten, mit dem Hausarzt zu sprechen, wenn ihr euch ganz unsicher seid, um da das Ganze zu besprechen, ob es denn sinnvoll ist oder nicht. Okay, ja, also in meinen Augen ganz klares Ja zu MSM und Hashimoto, hier die unterstützende Wirkung des Schwefels beim Transport, bei der Bildung von Eiweißen, die uns natürlich auch unterstützen. Antibakterielle Wirkung im Magen-Darm-Trakt spricht eigentlich alles für MSM. Gut, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Peter. Hey, ich bin's nochmal. Wenn dir das gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Gerne auch einen Kommentar, damit wir ein bisschen interagieren können. Und hau auf die Glocke, denn dann erfährst du immer, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, dein Peter.